Schlagende Burschenschafter bekommt Job bei Nationalbank. Der bisherige Praktikant und Ex-Obmann des Rings freiheitlicher Studenten, Felix Meyerbeuerl, soll ab 1. November eine Stelle bei der österreichischen Nationalbank bekommen. Er soll in einer untergeordneten Abteilung des Direktors der österreichischen Nationalbank, Eduard Schock, eingegliedert werden, und zwar in der Abteilung Informationsmanagement und Service. Aber damit nicht genug mit der Aufregung um die personalpolitische Führungspolitik der neuen Führung unter Eduard Schock der österreichischen Nationalbank, denn ein weiterer Mitarbeiter, dem eben eine Verbindung zu einer Burschenschaft zugesagt bzw. unterstellt wird, soll ebenfalls ab 1. November einen Job bzw. eine Anstellung in einer Abteilung, die unterstehend ist, des Direktors Schock zugesagt bekommen haben. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht in der Kritik bei diesen beiden Jobzusagen definitiv ein übles FPÖ-Bashing. Er meint, dass normalerweise die Jobversorgung bei der österreichischen Nationalbank eher Mitgliedern, Mitarbeitern aus den rot-schwarzen Ecken zugesagt worden ist, und zwar jahrelang. Und nun dürfte es eben einigen aus der Nationalbank sauer aufstoßen, dass dieses Mal die Jobverteilung nicht in eine rot-schwarze Ecke gegliedert worden sei.